Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf Raffik nicht LP. Ich bin Chris und wie geplant und angekündigt spielen wir Tomb Raider. Und ihr habt schon gehört, wir, nicht ich alleine, wie ich es eigentlich ursprünglich machen wollte, sondern zusammen mit Tom. Hi. Und zwar, es macht einfach mehr Spaß, zusammen zu zocken. Und für euch ist es, denke ich, auch unterhaltsamer. Und es bietet sich gerade an, deswegen machen wir das jetzt eben im Duo. Ja, Tomb Raider, eines der besseren Spiele 2013 auf jeden Fall. Es handelt sich hierbei um den Remake für die PS3. Und wir haben es hier mit einer Lara Croft zu tun, die anders ist als gewohnt. Also für die, die früher schon Tomb Raider gezockt haben, die abgebrühte, coole Sau mit ihren zwei Pistolen. Das haben wir hier nicht. Es ist eine zarte, verletzliche Lara Croft. Das kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Ansonsten ist dieses Spiel aber für uns komplett blind. Ja. Wir haben es eben einfach noch nicht gezockt. Und deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr, das jetzt mal nachzuholen. Weil, wie schon gesagt... Ich bin auch gespannt, wie wir uns anstellen gemeinsam, ja. Wenn wir beide das Spiel nicht kennen. Genau, bei Last of Us kannte ich es ja schon. Und deswegen ist gerade so in schwierigen Situationen, hat man ja dann doch immer noch so die Notlösung parat. Hier dafür nicht. Hat er mich dann doch noch dazu geholt. Ja, ja. Und ja, wir sind gespannt. Wir schauen uns das an mit euch zusammen. Und jetzt ist die Überlegung mit der Sprachausgabe. Wir sind eigentlich nicht so eine Fans von Nora Tschöner. Also was heißt nicht, keine Fans, so an sich kann sie ja toll sein, aber die... Also an sich finde ich, mag ich sie schon. Ja, aber die Sprachausgabe hat uns jetzt eigentlich nicht so gefallen. Nun hatten wir schon mal ein paar Tests gemacht und mit Untertitel sieht es aber echt extrem kacke aus. Ja, also und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden und ich denke mal, die Mehrheit von euch wird sowieso auf Deutsch dann auch sehen, das eben auch auf Deutsch denn zu machen. So, ja, hier noch ein paar kleine Einstellungen. Die war... ja, eigentlich jetzt zum Hauptteil schon gemacht haben. Wir haben ja, wie gesagt, schon ein paar Tests gemacht. Fangen wir an, oder? Ich würde sagen, wir fangen an. Viel Spaß mit Tomb Raider. Achso, ja. Das erste war die Aufnahme, um die Helligkeit zu prüfen. Ja, ja. Und das zweite war dann mit den Untertiteln. Und ja. Wir nehmen jetzt den. Und ist vielleicht noch gut zu sagen, es ist eben Origins. Also ist wirklich die Vorgeschichte im Grunde. Ist ja 2013 ein großer Trend gewesen, dass man von allem einen Origins macht. Stimmt. Hier ist es gelungen, zumindest laut Kritiken. Wir kennen es halt ja noch nicht. Mal sehen, wir sind gespannt. Ihr hoffentlich auch. Viel Spaß. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders. Nicht, was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen. Abenteuer nachjagen. Aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Stunden. Wenn das Leben an uns vorüberzieht, finden wir etwas. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Thank you.
Und da hängen wir ganz schön in der Seile. Kopf über. Kopf über. Und das geht ja schon gut los hier. Also wir hatten jetzt irgendwie einen Schiffsbruchunfall sozusagen. Hilfe! Sind ja auf irgendeiner Insel gestrandet. In Japan haben wir gesehen. Und jetzt schwingen wir uns hier mal ein bisschen rum. Ich glaube, ich... Also ich höre es jetzt gerade nochmal. Ich glaube, ich kann mich an die Stimme gewöhnen. Ja, ach, das, also so schlimm ist es jetzt auch nicht, ja. Ja, mal. Okay, das war deine Idee, die Stimme. Ja, mal sehen. So, nicht, dass uns das Ding jetzt auf den Kopf fliegt. Jetzt müssen wir bestimmt mit dem Feuer erstmal hier irgendwie das Seil lösen. Das also gleich am Anfang sind wir hier schon völlig am Arsch. Das wird jetzt wehtun. Ja, da hast du wohl recht. Nochmal kicken. Verdammte Axt. Alter, wow. Ei. Oh, das geht aber noch, das geht noch. Das hat Joel schlimmer. Ja, den hat schlimmer erwischt. Nein. Oh, aber da sieht man schon, also was die hier gleich am Anfang schon durchmachen muss. Okay, cool. Cooler Effekt, finde ich gut. Nicht schlecht. Also das Spiel kriegt ihn auch hier gleich am Anfang schon. Und jetzt müssen wir erstmal raus hier aus dieser Höhle oder was auch immer. Wir wissen ja im Grunde noch gar nicht. Wo sind wir jetzt hier genau? Wer hat uns hier attackiert? Wow. Wer macht denn sowas? Okay. Das sieht so ein bisschen ritualmäßig aus. Ja. Was ist das hier? Ey, stell mal vor, du kriegst irgendwie so ein Ding in die Fresse, bist K.O. und wachst dann in so einem Raum auf. Ja. Ja, Halleluja. Ja, da hingen ja auch noch mehrere so eine Kokons, sag ich jetzt mal. Also, das scheint ja da so gang und gäbe zu sein. Okay, völlig abgefuckt. Ich bin mal gespannt, ob es auch so einen Gruselfaktor jetzt gibt. Ja. Also, ja. Also, ein kleiner Jumpscare am Anfang war ja schon. So, da war irgendwas? Eine Fackel. Ja, die nehmen wir mit. Definitiv. Fackel, neue Ausrüstung erhalten. Okay, das sind wahrscheinlich. Ich geh mal vorsichtig vorbei. Nicht, dass das so eine uralten Alarm-Dinger sind. Ja, ja. Wir machen das übrigens wie bei The Last of Us. Also alle drei Parts wechseln wir uns ab. Jetzt fängt Tom an. Also ab Part 4 dann ich und so weiter und so fort. Okay, gedrückt halten. Gut. Also alles erstmal noch ganz easy going hier. Das ist ja jetzt erstmal der Anfang. Also ich muss sagen, ich hab auf das Spiel an sich, ich hätte es alleine ja nicht gezockt. Mhm. Ich hatte auch, wie gesagt, so die ganzen ersten Teile, also die vorigen Teile von Tomb Raider, ich alle gar nicht gezockt. Also gar nicht so, nicht mal irgendwie. Nee, also ich habe einmal mit dir, glaube ich, weiß nicht, Evolution oder so was hieß es. Ach so, Underworld. Hat man mal gezockt, ja. Aber, so aber die ganz klassischen halt. Für eine Stunde oder eine halbe Stunde vielleicht. Ja. Jetzt haben wir den Überlebensinstinkt. Okay, da zeigt er uns so ein bisschen den Weg anscheinend. Ja. Jetzt müssen wir uns da anscheinend rüberhangeln, ja. Ja, und was ich sagen wollte, jetzt so wirklich nach dem ersten Eindruck, den ich jetzt halt in dieser kurzen Zeit jetzt nehmen konnte, mach erstmal die Fackel wieder an, halt Bock drauf, also fällt mir erstmal... Oh, okay, entspannt euch. Was? Springen. Drücken Sie X, um zu springen. Die an der Kante festhalten, ja. Die klassischen Elemente, aber mit den Klassikern an sich hat das Spiel nicht mehr so viel gemein. Es ist halt jetzt mehr so ein Survivor-Action-Adventure eben. Also was eben auch gerade sehr... Trendy ist, genau. Ich persönlich mag dieses Genre aber sehr, also... Mich gefällt's. Ich mag's an sich auch total, aber ich muss auch sagen, dass... also das soll jetzt keine Kritik sein oder sowas, aber das ist... Gerade, was ich in letzter Zeit... Wow. Was ich in letzter Zeit so spiele, ganz schön viel auch. Also ja, Walking Dead, Last of Us, DayZ. So, und jetzt kommen wir wieder runter und dann hoch, wa? Genau, jetzt kommen wir da hoch. Warum richten jetzt hier alle ein? Ich mach jetzt mal ein bisschen schneller. Wow. Was heißt denn da unten, wenn der TR mal eine Blende ist? Wahrscheinlich. Oh, fuck you, Alter! Eieieiei. Oh, jetzt. Hau ihm in die Fresse. Okay. Sehr schön. Und weg. Da würde ich jetzt instinktiv auch erstmal. Aufhören! Ja. Auch erstmal flüchten. Der will uns. Also, er spricht zumindest unsere. Also scheint jetzt kein Eingeborener oder so zu sein. Und wir werden den Teufel tun und mit Sicherheit nicht zurückgehen. Nee, in so einer Situation würde ich das auch nicht machen. Okay, Kopf oben halten. Und schön die Fackel oben halten. Cool, also ja. Grafiktechnisch ist es jetzt, also wir sind noch ein bisschen noch Last of Us verwöhnt, wir spielen es ja auf der PS3.
Aber also der Effekt, dass die Flamme, also ja, dass die Flammen an der Decke so lang. Nee, das ist hübsches Spiel schon, ja, auf jeden Fall. Also kann man machen. Und wir haben ja noch nicht viel gesehen. Mal abwarten. Ja, das stimmt, das stimmt. Also die CGI-Sequenz sah schon mal sehr geil aus. Lara auch. Ja, da brauchen wir uns, denke ich, nicht drüber streiten, ja. Winskraft, finden Sie einen Weg hinaus? Ja, ist der Plan. Ihr könnt ja mal ein Sexy in die Kommentare schreiben, wenn ihr das auch so seht. Ja, und wir sind hier wirklich tierisch am Arsch schon, ja. Und wir müssen hier erstmal aus dieser Höhle rauskommen. Wie ist denn das Flugzeug hierher gekommen? Die frische Luft. Einsatzziel, Wegweiser, drücken Sie L2 um Einsatzziel und so weiter und so fort. Kennen wir ja im Grunde schon das Spielchen. Ja. Muss ja nicht unser Flugzeug sein. Nee, also glaube ich auch nicht, nee. Ich denke mal, wir sind ja auch nicht geflogen, wir waren ja mit dem Schiff unterwegs. Schiff, stimmt, wir waren ja eh mit dem Schiff unterwegs, klar. Ich vermute jetzt einfach mal, dass wir... Dass wir da mit X irgendwie hochspringen? Nee. Hier geht's lang. Mehr Feuer. Zum Glück. Was ist denn das hier für eine Höhle, Alter? Es wirkt doch so, als wenn die öfter Leute so entgegennehmen, sage ich jetzt mal. Ja, warte mal, hier war doch gerade diese Kompassnadel. Naja, da hinten, ne? Aber, ach so, guck mal, jetzt können wir die Fässer, gehen wir lieber weg ein bisschen. Ja. Da macht's doch gerade nicht gleich Peng. So, ich packe mal hier, jetzt kannst du das anfackeln, genau. Das ist doch bestimmt schon so eine Art Rätsel. Das ist ja für Tomb Raider eigentlich typisch. Ich weiß auch gar nicht, ob das in dem Teil jetzt hier so krass gemacht ist mit Rätsel. Okay, warte mal. Achso, da hinten ist der Wasserfall, der löscht natürlich die Fässer immer wieder, die wir da... ich vermute ja, die Fässer, die jetzt hier landen, die jetzt nochmal anzünden? Nee, jetzt geht's nicht. Doch, geht. Ja, du kannst erstmal da hochheben, mal gucken, was passiert. Okay, hier fällt alles erstmal um. So, ich folge jetzt einfach mal hier erstmal den Weg. So, dann müssen wir hier bestimmt hoch. Nee, müssen wir nicht. Was ist das? Guck mal, jetzt können wir da schieben oder irgendwie drücken. Hat's aber Power. Ja, machen wir nochmal. Okay, das geht immer. Was ist denn... Wisst ihr, was wir machen müssen nämlich? Na? Wir müssen bestimmt die Fässer auf... Nee, warte mal, wo ist denn jetzt der Aufzug, den wir irgendwie vorhin... Hier. Da, okay. Überlebensdienst, ja, genau. Gucken wir mal nochmal rennen, okay. Das Ding, wahrscheinlich müssen wir da irgendwie noch Fässer oder sowas drin schmeißen oder sowas, wisst ihr? Worin schmeißen? Nee, in den Käfig da, dass der runterplumpst oder so. Ich weiß zwar auch noch nicht so richtig, warum der da runterplumpsen soll. Vor allem, wir haben ihn ja gerade mal eben erst hochgeholt. Ja. Ja, der Käfig nicht, das Ding haben wir da hochgeholt. Ja, ja, aber du hast doch gerade gesagt, den müssen wir wieder runter. Den anderen müssen wir runterkriegen, ja. Wir gehen mal da hinten auf die Plattform, würde ich sagen. Jetzt runter wieder? Ja, ja, erstmal runter. Also hier oben können wir, glaube ich, noch nichts machen. Und es muss ja auch einen Sinn haben, dass wir die Fässer hier anzünden können. Ja. Soll ich sie mal einfach anstecken? Ja. Party hard. So, jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal von oben an. So, jetzt brennt das nämlich. Meinst du, ich schaff den Sprung hier? Ob wir das irgendwie zum Wackeln kriegen? Oder ob wir nicht... Ja, vielleicht hätten wir auch vorher rufen müssen oder so, ist auch Quatsch. Tatsächlich, kicke an. Ach, siehst du? Und jetzt fallen die Fässer da in die Meere. Okay. Also war der Grundgedanke ja nicht mal so falsch. Also sah ziemlich weit aus, der Sprung. Hätte ich ja jetzt gar nicht gedacht. Aber cool. Bin ich erstmal zufrieden. Ich dachte schon, wir halten uns jetzt erstmal auf. So, Patz. Zack, genau. Genau, jetzt füttert nämlich am Wasser vorbei und jetzt macht's Bumm. Weil da sind ja die Minen, die Wasserminen. Nice. Ich muss sofort hier raus. Ja. Ja. Modell freigeschaltet. Ja, machen wir das eigentlich wie bei Last of Us, so jetzt diesen ganzen Schnickschnack drumherum, Schätze und so weiter. Ja, also ich würde sagen, was wir finden wir. Und was wir nicht finden, finden wir halt nicht. Oh, jetzt geht's ja aber richtig ab. Okay, man kann sogar ein bisschen steuern. Eieiei. Oh, ich mach jetzt einfach mal... ja, straight up ahead, ja, wie gesagt. Ey, hier geht ja alle drunter und drüber. Was ist denn hier los? Uncharted! Ja, das könnte jetzt auch von Naughty Dog sein hier. Wer hat denn das überhaupt entwickelt? Crystal Dynamics. Ah, genau, stimmt. Boah, nee, da ist schon wieder dieser Typi. Den erwischt er gleich, pass auf. Boah, Alter, okay. Und tot.
also Quicktime-Events haben wir hier hoch. Eieiei. Ich wollte gerade sagen, Mensch, was die alle durchmacht, aber das übertrifftet ja nochmal. Gut, Quicktime-Events, Tom. Okay, finde ich geil. Ich stehe voll auf Quicktime-Events. Ja, ich finde es aber doch gut. Und das ist auch angenehm umgesetzt, dass man, also ich vermute mal, dass sobald die sagt, dass es dann erst eingeblendet wird, welche Taste man drücken muss, finde ich geil. Zack. Wir müssen das wahrscheinlich noch im richtigen Moment drücken. Oder du in dem Fall. Alter, das ist wirklich Shortcut. Also das ist wirklich richtig kurz. Ja. Naja, mal kicken, da gibt es irgendeinen Trick, muss er da eben. So, wir halten uns jetzt doch noch ewig an der Stelle auf. Dann doch lieber am Rätsel als am Quicktime-Event. So, ganz normal. Also hin und her wuseln. Wird ja jetzt wieder Dreieck kommen. Jetzt hat's geklappt. Okay. Das muss wirklich genau in dem Moment anscheinend sein. Oh, Splatter haben wir hier hoch. Ach, First Try geschafft. Und jetzt schnell raus hier, ey. Die Wände kommen immer näher. Spring! Das Action-Elan schon am Anfang, wa? Geht gut ab, ja. Ja. Oh, jetzt hier. Alter, alle Triggern. Möglichen Tasten belegt. Geil. Licht am Ende des Tunnels. Komm Zieh schon. Durch, Süße. Oh, geil. Ich hab dir doch gesagt, das Spiel fällt. Nee, der Anfang ist bis jetzt sehr gut gelungen, ja. Oh, man, ey, Alter, man hat wirklich richtig wenig Zeit zu reagieren. Geil, das ist aber geil. Ja. Und raus hier. Geschafft. Erstmal Powernap. Ja, Powernapping würde ich jetzt auch erstmal machen. Was ist denn das für eine Insel? Gute Frage. Also, was ist wirklich, ist das eine Bermuda-Dreiecksinsel? Weil hier also so viele Schiffswracks und Flugzeugwracks. Mhm. Ja, da stand ja irgendwie was mit Bermuda-Dreieck, glaube ich. Oder Dracheninsel, Japan, irgendwie sowas, ganz komisch. Bermuda-Dreieck an sich ist ja nun nicht in der Nähe von Japan. Ja, das stimmt. Nee, da ist weit nur halt. Ja, ja. Nee, ich meine jetzt auch so. Also, nee, also hat ja. Aber ja. Ja, ganz kurz, weißt du, ob man hier jetzt auch irgendwie seinen Stuff so zusammensammeln muss? Oder? Ich weiß wenig, also wirklich. Also, wir haben schon gesehen, wir kriegen Erfahrungspunkte. Also, man hat hier, glaube ich, so ein Level-Skill-System. Mhm. Das Rettungsboot. Wo sind sie? Wahrscheinlich landeinwärts. In dem Zeichen suchen sie nach Hinweisen auf andere Überlebende. Und dieser Pfeil zeigt uns anscheinend wirklich mal so das Ziel, den Zielort oder sowas an. So eine Kompassnadel. Schöner Einstieg jetzt auf jeden Fall gewesen, auch sehr cool gemacht mit den. Also mit den Quicktime-Events finde ich voll geil. Also ich bin wirklich sehr gespannt und bin jetzt auch heiß drauf auf das Spiel. Und auf Lara. Ja, ich wollte gerade sagen, mit dem Spiel muss man immer dazu sagen. Haben sie jetzt hier mit Pad gerade halten und so? Das glaube ich weiß nicht, ob es 6-Axis ist. Oder probiert mal aus. Oder ob du das mit den Sticks machst. Okay, nee, das. Da würde mir auch ein Rad fehlen, wenn ich da jetzt wirklich rüberballern würde. Ja, naja, weil in so einer Situation war. Und schnell rüber. Sehr schön. Auch geil gemacht, wie sie so zum Ende schneller wurde, so. Also die Stimme passt ja, also wenn ich es jetzt so merke, das passt doch. Ich hab halt nur. Also ich, weil ich ja Lara nun wirklich nicht kenne. Also in den Spielen zumindest nicht. War sie halt schon immer so eine knallharte Braut. Deswegen. Und Schirner hat jetzt aber nicht unbedingt so die Stimme, wo du dir denkst, so. Aber das ist halt auch genau das, was sie wahrscheinlich auch mit der synchronen Stimme hier erreichen wollten, dass sie eben nicht mehr so wirkt. Und das ist ja auch, ihr merkt das ja schon, was die Alene jetzt hier an Verletzung schon hat. Das ist ja schon. Nubisch. Ja. Bomber? Okay. Okay. Jetzt, wo du sagst, war wirklich ein Haufen Transport. Ich schaff das. Mittel. So, hier sieht man, dass man auf jeden Fall hochklettern kann. Ja, oh, wow, wow, okay. Selbst sowas ist ein Quicktime-Event, Alter. Okay, mit Viereck konnten wir greifen, ne? Und oben, genau. Oben und X so nach oben springen. Alles klar, ich muss mir das ja auch schon mal so ein bisschen verinnerlichen, wenn ich dann dran bin. Weiter. Geil, Alter, das hat wirklich derbe Uncharted-Style. Ja, das stimmt. Ich auch mal wieder richtig Bock.
Alter Schwede, also du musst, selbst wenn du dich noch festhältst, musst du dann noch Kasten drücken. Ja, damit du wieder hochgreifst, wie jetzt wahrscheinlich. Ja. Ey, das läuft ja alles schief hier. Kopf. Eieiei. Ich würde übrigens, weil wir ja gerade Uncharted erwähnt haben, ich würde das irgendwie cool finden, wenn die beiden sich mal irgendwann treffen. Das wäre irgendwie cool. Lara Croft meinst du? Genau, also das ist praktisch so ein Drake und Lara Croft. Oder die treffen sich halt auf derselben Insel und suchen halt denselben Schatz oder so eine Faxen. Wäre irgendwie cool. Wird es wahrscheinlich nie passieren, ja. Aber... Wenn die hinaufklettern, drücken sie den Sprung X und flammen AK. Okay, also eine Art Double Jump. Also dafür, dass sie durchlöchert wurde? Ja, ja. Sams Tasche. Who the fuck is Sam? Kombiniere. Sam war hier. Die Tasche können wir bestimmt wieder brauchen. Sam! Sie müssen hier gewesen sein. Funkgerät, neue Ausrüstung erhalten. Okay. Den Rucksack haben wir jetzt anscheinend nicht mitgenommen, aber... Achso, na meinst du, den kann man mitnehmen? Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich kannte jetzt auch wirklich nur die erste Sequenz mal irgendwo gesehen, aber ab jetzt ist es. Also hast du gelogen, als du gesagt hast, du kannst... Naja, gerade den Intro-Trailer, den haben sie als Trailer irgendwo verwendet. Also wart ja nur... What? Okay, erstmal unten ankommen. Okay, ich dachte jetzt wirklich, man ist... Also das wart jetzt. Ich hab auch gedacht, das wart jetzt, ja. Aktuelle Position. Ach so, ob man jetzt das schaffen hätte können, da drüben zu landen, das würde mich mal interessieren, weißt du? Ja. Suchen Sie Zuflucht vor dem Sturm, okay. Also haben wir auch noch wahrscheinlich so eine Art Zeitdruck. Also was ja auch nicht gespoilert ist, man hat ja auf jeden Fall einen Bogen und da freut mich wieder richtig drauf. Ich, ja. Ich finde den Bogen irgendwie geil. Ja, ich hab damit ja nicht so eine gute Erfahrung gemacht, zumindest letzten Let's Play mit uns beide. Diejenigen, die geguckt haben, werden schon wissen. Mal. Was denken hier jetzt? Traumfänger oder was soll das sein? Ja. Ich würde sagen, wir suchen so was wie eine Höhle wahrscheinlich, wa? Ich glaube auch, ja. Und erstmal ein Feuer, wo wir. Also erstmal ankommen, so, wisst ihr? Genau. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an Castaway. Mit Tom Hanks. Tja, das Holz dürfte alles nass sein, was hier rumliegt. Ja. Jetzt ist hier kalt, dabei ist es schon so heiß. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Das was wird. Endlich mal irgendwas in einem Survival-Game, was nicht komplett schief geht. Ja. GZ, Lara. Sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher.
Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich bin pro Lara. Der Typ war ja voll unsympathisch. Ja, also ich sag mal... Gut, ich meine, bis jetzt hat es sich noch nicht so gelohnt, aber warum nicht mal was riskieren? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Okay, und jetzt sehen wir auch schon, dass hier echt die Survivor-Aspekte kommen und so weiter und so fort. Wie sie das jetzt aber genau gemacht haben und ob wir es schaffen, hier irgendwie in der Wildnis zu überleben und Nahrung zu finden, das sehen wir dann im nächsten Part. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.